Willkommen und zurück bei Wohin das Leben führt, Teil 23. Heute begrüße ich euch wieder einmal von unserem aktuellen Hof, denn es gab ein paar Schwierigkeiten. Als ich heute auf dem Server kam, um das Spiel fortzuführen und in meine Traktoren stieg, funktionierten sie leider nicht so, wie ich das wollte und auch wie sie sollten. Wenn ich vorwärts fahren wollte, fuhren meine Traktoren rückwärts. Und wenn ich rückwärts fahren wollte, blieben sie einfach stehen. Nachdem ich dann in Missionstraktoren und Erntemaschinen gesprungen bin, das dort ebenfalls getestet habe, fuhren diese, wenn ich vorwärts fahren wollte, vorwärts und wenn ich rückwärts fahren wollte, rückwärts. Gut, dachte ich mir, probiere ich aus. Tastenbelegung überprüft, alles war in Ordnung. Lenkrad überprüft, alles war in Ordnung. Gespeichert, rausgegangen, nochmal neu gestartet. Dasselbe Problem. Also habe ich mich entschlossen, meine Traktoren zu verkaufen. Und das habe ich getan. Ich habe den John Deere verkauft, ich habe den New Holland verkauft und ich habe den Massey Ferguson verkauft. Den John Deere und den New Holland habe ich mir wieder genauso konfiguriert wie vorher und gekauft. Allerdings war mein Geld, was ich gestern erarbeitet habe im Spielstand, ziemlich heruntergerutscht. Jetzt habe ich den Spielstand am Abend, als es dunkel wurde, auf den nächsten Herbsttag vorgespult, durch die Biogasanlage wieder einiges an Gewinn eingefahren. Und jetzt habe ich mir überlegt, da ich ja für die Biogasanlage einen neuen Traktor brauche, der auch dauerhaft dort stehen bleiben soll, kaufe ich mir jetzt einen neuen kleinen Traktor, bis mittleren Traktor mit Frontlader, der hauptsächlich bei der Biogasanlage zum Einsatz kommen soll. Und entschieden habe ich mich ebenfalls für einen Tipp von, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Rex Fido, entschuldige bitte. Und da habe ich mir überlegt, ich kaufe mir diesen Deutz Fahr Agrostar mit dem Lastschalt Sound für 36.000 Euro in der Grundausstattung. Die Felgenfarbe, da mag ich entweder schön schwarz oder in diesem Silbergrau, wobei mir ehrlich gesagt schwarz besser gefällt. In der Hauptfarbe habe ich mir überlegt, gefällt mir dieses Forstgrün. Irgendwie hat dieses Grün das, obwohl ich persönlich eher auf, ja, so knalliges Grün stehe, finde ich dieses Grün eigentlich ganz schick. Deswegen werde ich mir das in diesem Grün holen. Und die Gitter hier vorne, das habe ich mir überlegt, werde ich ebenfalls in Grau halten. Das sticht sich gut hier mit und mit den dunklen Felgen. Das gefällt mir optisch gut. An die Front möchte ich gerne die Fronthydraulik haben. Die Reifenhersteller, Kleber, Michelin, Mieters, na Mieters sind nicht so das Wahre. Finde ich persönlich Kleber, kenne ich jetzt nicht. Würde ich einfach mal schauen. Reifenvariante, was haben die denn im Angebot? Doppelbereifung. Oh, das sieht aber optisch auch gar nicht so schlecht aus. Okay. Wird es aber wahrscheinlich nicht werden. Das ist auch nicht schädlich. Mieters, weiß ich nicht. So, okay. Ah, ich glaube, ich nehme das. Das sieht doch gut aus. Für die BGA zum Verdichten, super. Auflagefläche, Gewicht und so weiter. So, Rundumleuchten nehmen wir beide, denn immerhin soll er an der BGA arbeiten. Wir nehmen natürlich die volle Punktzahl, was die Leistung angeht. Und wir gönnen uns auch noch die Klimaanlage. Damit kostet er dann zwar 57.000 Euro, aber das Geld ist es mir wert. Sehr schön. Damit haben wir unseren neuen Traktor erworben. Und mit diesem Traktor fahren wir jetzt zu unserem Hof. Denn, wie ja in der letzten Folge bereits angekündigt, wurde das Gebäude verkauft und auf dem Hof ist einiges passiert. Das werde ich euch am besten einmal so zeigen.
Nein, Korrektur dort. Und zwar, wenn wir auf gestern gehen, haben wir gestern fast 600.000 Euro für diese zwei Traktoren ausgegeben, was ich ja gesagt habe, und nur 440.000 bekommen. Für die beiden, der Master Ferguson hat ja nichts gebracht. Tiere haben wir nichts neu dazugekommen. Hühner haben wir verkauft. Das sind die 27 Euro. Gebaut. Baukosten, das sehen wir gleich auf der Baustelle. Das ist, ja, eigentlich ist es, Baukosten wäre das Falsche. Eher so Dekorationssachen, um ein bisschen Baustelle darzustellen und ein bisschen Bodenbearbeitung. Das sehen wir, wie gesagt, gleich. Verkaufte Gebäude. Das ist das Gebäude, welches dort raus stand. Ne? Das brachte uns so viel ein. Wir haben das Land gestern gekauft, das Hofgrundstück. Verkauft haben wir kein Land. Betriebskosten für Fahrzeuge hatten wir auch keine. Okay. Fahrzeuge hatten wir gemietet, wie ihr seht. Betriebskosten, Gebäude. Ich denke mal, das wird der Hühnerstall und sowas sein. So, gehen wir mal weiter runter. Hier ist alles bei 0. Wir haben Kraftstoff, wir haben einmal getankt. So, dann haben wir durch Ernte eingenommen. Wir haben Zuckerrübenaufträge gehabt insgesamt. Ich glaube 4 oder 5 Zuckerrüben plus einmal, das waren das Raps, glaube ich. Das ist das, was sie daraus verkauft haben, was halt übrig blieb. Die Biogasanlage macht uns 46.000 und wir haben alleine an Dienstleistern, Lohndienstleistungen 54.000 eingenommen. Löhne haben wir natürlich auch gezahlt. Sonstiges, weiß nicht, Kreditzinsen, nein, Kreditzinsen nicht. Dann kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, was das unter Sonstiges ist. Ach, wahrscheinlich Dünger, Saatgut, irgendwie sowas. Wird es wahrscheinlich sein, vermute ich mal. Genau, haben dann dementsprechend gestern den Verlust gemacht. Gut, das ist halt so. Und ja, heute haben wir dann aktuell das. Ne, ihr seht, wir haben den Traktor gekauft gerade. Wir haben heute Nacht natürlich diese Biogasanlagen Einnahmen gehabt. Deswegen konnten wir uns jetzt den Traktor leisten. Löhne haben wir bis jetzt schon ein bisschen gezahlt. Denn wir haben gerade einen Lohndienstauftrag für Zuckerrüben zum Ernten. Können wir hier einmal einsehen. Einmal wieder Zuckerrüben. Das ist noch ein weiterer Auftrag. Ihr seht hier die Summe, die wir bekommen. Davon werden fast 1.000 abgezogen für die Mietung der Geräte. Also bleiben immer noch über 15.000 übrig. Und ihr seht auch noch, wir haben einen Grubberauftrag aktuell offen. Den haben wir auch noch nicht fertig vorgemacht. Da kriegen wir natürlich auch noch mal 2.500 Euro. Das ist natürlich eine schöne Summe Geld. Gut, dann würde ich aber mal sagen, fahren wir. Der ist ganz schön, der ist echt schon in. Gefällt mir. Hat was. Fahren wir einmal zu unserer Baustelle. Denn wie gesagt, es hat sich einiges getan. Wie ihr ja gesehen habt, ist das Gebäude. Stellen wir den gleich mal runter. Ist das Gebäude verkauft worden, welches ja doch 127.000 Euro brachte, halt das Gebäude an sich, aber dadurch, dass ja halt der LKW mit dabei war und der das wäre zu spät gewesen, der Pickup und so weiter, dadurch relativiert sich das Gebäude, ne? Also dadurch haben wir das Geld erzielt, und der Abriss war dann recht schnell erledigt. Ja. Wird heute mal ein bisschen anders, die Folge. Ich werde heute mit euch keine Missionen machen, sondern wir werden jetzt wirklich uns mal auf die Baustelle konzentrieren. Mal dort schauen, was jetzt gerade anders ist. Und was da so mir als Ideen im Kopf herumgehen. Und dann werden wir mal schauen, mal ein bisschen anderes machen als immer nur Missionen. Genau, ein bisschen mal die Karte sehen. Hier ist unser Weizenfeld. Der sollte, ich denke mal heute, ich werde mal kurz schauen, der sollte heute eigentlich erntereif sein. Naja, ein bisschen kann er noch. Ne? Ein bisschen kann er noch. Auch hier unsere Sojabohnen können noch ein wenig
Aber ich denke mal, heute zum Nachmittag hin können wir beides ernten. Sojabohnen bedeutet ja Geld. Weizen bedeutet Futter für unsere Hühner. Apropos Hühner, mir fällt gerade ein, entschuldigt, aber ich muss kurz mal schauen, wie es denen geht. Ja, seht ihr, das ist nämlich schon ganz knapp. Ich habe gestern nämlich schon nachkaufen müssen. Sonst wären sie schon verhungert. Na dann, da vorne sind wir ja schon. Die drei Zufahrten sind erstmal geblieben. Ja, hier liegt ja ein bisschen Gras vom letzten Ernten. Also ihr seht das Gebäude. Ich lasse mal den Traktor hier stehen. Wir machen das mal langsam. Ja, also das ist jetzt unsere Baustelle. Das Gebäude ist wie gesagt abgerissen. Hier haben sie noch ein bisschen Sand aufgeschüttet, welcher wohl übrig war. Da muss man dann mal gucken, was sie machen. Hier vorne müssen die Bauarbeiter noch ein paar Container wegholen und den ganzen Schrott, der noch im Gebäude war. Hier lagen noch Metallplatten drin, so sieht ja. Hier die ganzen Rohre müssen sie noch entsorgen. Der Bauschutt muss noch weg. Ich glaube, noch selbst alte Reifen haben sie gefunden. Ja. Hier ist sogar zumindest schon mal was in den Containern drin, das ist schon mal gut. Ja, aber ihr seht, dort steht schon etwas. Und zwar ist das der Rohbau unseres geplanten Wohnhauses. Dieses Wohnhaus baue ich komplett selber aus vielen Dingen, die Giants vorgibt. Auf den Karten habe ich mir die zusammengesucht. Und erstelle hier ein eigenes Wohnhaus, einfach weil ich Lust dazu habe. Und das wird folgendermaßen aussehen. Wir haben hier, wird der Eingang sein. Hier kommt natürlich eine Tür rein, mit Glas, aus Holz selbstverständlich, mit Türklingel, weil man muss ja auch klingeln können. Hier wird definitiv noch der Durchgang vergrößert, denn hier kommen wir nicht wirklich rein. Wir sind einfach zu dick. Endlich werde ich hier die Tür hinmachen. Dort wird zugemacht. Hier wird das Badezimmer drinnen stehen. Hier gerade wird die Küche drin entstehen. Also wir stehen ja quasi in unserer Küche. Halten hier ein Fenster zum Rausschauen und hier ein Fenster zum Rausschauen. Und können hier noch rausschauen. Drei Fenster, ich denke, das ist gut. Dann haben wir hier unseren Durchgang in unseren Wohnraum. Ebenfalls mit 1, 2, 3 Fenstern, 4, 5 Fenster und dort haben die Tischler falsch gebaut. Das erklären wir doch mal. Hier kommt noch eine Tür rein. Das müssen sie nochmal umbauen. Naja, wenn man nicht selber die Augen drauf hat, ne, dann geht das alles nicht gut. Dann kommt hier unser Schlafzimmer rein. Natürlich wird es hier auch einen Zugang zum Hof geben. Das haben sie ebenfalls nicht richtig gemacht. Aber das werden sie noch ändern. Und dann haben wir hier noch ein Gästezimmer, wo denn unsere Erntehelfer drinnen nächtigen können. Genau, so, das wird dann unser Wohnhaus werden. So ist erstmal die Grundplanung. Und wir schauen einfach mal, wie es ist. Genau, wie können wir das Dach noch hochgehen? Wir haben uns für ein klassisches, leichtes Schrägdach entschieden. Ne, uns wird noch ein Kamin, werden wir uns noch einbauen. Das heißt, der Schornstein muss auch noch gesetzt werden, aber das kommt alles. Ja, und dann haben wir hier unser Haus, unser Eingang. Hier vorne werden wir uns einen Parkplatz herrichten für unsere PKWs, die wir eventuell machen, oder auch für unsere Traktoren, falls wir auf den schnellen Sprung nach Hause sind. Und dann, Moment bitte. Und dann werden wir hier wahrscheinlich, also hier den Durchgang, den weiß ich noch nicht, ob ich den lasse. Muss ich mal schauen, wie das dann nachher mit dem Haus aussieht, wenn es fertig ist und so. Dann brauchen wir natürlich ein Silo. Wir werden uns hier ein kleines Silo hinbauen. Das wird erstmal kein großes sein, erstmal ein kleines. Und hier drüben zumindest schon mal ein Unterstand. Wir schauen einfach mal, wie weit das Geld reicht. Und dass sie dann einen Unterstand haben, um dann überhaupt erstmal hierher ziehen zu können.
Genau. So, das wäre unsere aktuelle Baustelle. Hier seht ihr schon mal, wie das Haus einmal von der Seite und von vorne so aussehen soll, wenn es dann einmal fertig ist. Natürlich noch hier zwischengemauert, ne? Hier werden auch noch die Ziegelmauern reingezogen, die Fenster natürlich drinne. So soll das einmal von der Seite aussehen. Und von innen, ja, werden wir mal schauen. Die Außenwände sollen eigentlich in demselben Stil bleiben, so dass es wie jetzt hier die Steine sichtbar sind und nicht verputzt. Und die Innenwände, die werden dann wahrscheinlich extra verputzt und noch gedämmt. So ist zumindest die Planung. Genau, so wisst ihr erstmal Bescheid. Ja, das wäre dann erstmal unsere Baustelle. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal einen kurzen Abstecher zu unseren Hühnern, um zu schauen, wie es denen geht. Die werden ja dort bleiben, wo sie sind. Zumindest werde ich aktuell nicht den Hof dort umbauen. Das läuft gerade alles. Die Hühner fühlen sich da wohl. Die Leute haben was zum Schauen. Das ist immer interessant. Wir sagen, ah, wir haben eure Hühner wieder beobachtet und nur ihre Spaziergänge dran vorbei machen. Deswegen belassen wir das dabei. Bei der Situation werde ich gleich mal in die Biogasanlage ranfahren, denn leider ist unser Bunker wieder leer gelaufen. Denn unser Gras ist noch nicht vollständig siliert. Werden wir gleich mal schauen, wie weit das jetzt gerade siliert ist. Sollte eigentlich heute auch fertig werden. Schauen wir mal. Ah, schaut mal, bei der Gelegenheit können wir dann gleich unseren neuen Deutz hier lassen. Und unseren Johnny mitnehmen. Ja, 86%. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Einmal abgekoppelt. Na dann, auf geht's. Ihr seht, unsere Wiesen sind abgeerntet. Vielleicht schaffen wir es noch mal bis zum letzten möglichen Tag, an dem Gras gemäht werden kann, dass wir noch einmal mähen können. Das würde auf jeden Fall noch mal eine Menge für den Winter bringen. Aber momentan weiß ich nicht, sehe ich da gerade so ein bisschen Schwierigkeiten. So, man sieht ja mal, sie sind schon wieder ziemlich fleißig. Unsere fleißigen Hühnerchen. Sehr schön, dann haben wir das auch. Futtertechnisch, ja, haben wir ja gerade gesehen, ist es
gerade ziemlich schwierig. Aber unser Weizen ist ja schon reif, wenn auch noch nicht in der letzten Erntestufe. Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Wenn nicht, werden wir einfach jetzt mal vorsorglich noch mal eine Palette kaufen fahren. Da wird uns wohl nicht so viel übrig bleiben. Gut, meine lieben Freunde. Aber heute soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Eine etwas kürzere Folge. Dafür viele Informationen. Ich hoffe, es war verständlich und deutlich genug. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch, je nachdem, einen schönen Abend, einen schönen Tag, schönes Wochenende. Und bis bald. Tschüss.